Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Und zwar habe ich mir mal überlegt, dass ich doch eigentlich in meinen PC so einen coolen LED-Stripe einbauen könnte. Und dann war ich mal einkaufen und dann habe ich bei einem Händler so ein cooles LED-Stripe für 2 Euro, glaube ich, hat er gekostet, gesehen. Habe ich mir gedacht, kannst du doch mal mitnehmen. Und genau so schaut es auch aus, wie ihr gerade im Bild seht. Dazu habe ich dann einfach noch so ein Verlängerungskabel genommen für den Lüfter. Und dazu dann nochmal einen Lötkolben aus dem Zweiten Weltkrieg. Und genau. Und dann habe ich einfach mal angefangen. Und zwar habe ich als erstes das Batterieteil genommen und abgeschnitten. Dann habe ich die auseinandergezogen. Und habe ich dann auch, wie heißt das, geschält. Und dann verzwirbelt, weil zum Verlöten sollte man das davor ein bisschen verzwirbeln, ansonsten gehen die auseinander. Und das ist nicht gut. Genau, so schaut es dann aus, wenn es verzwirbelt ist. Moment. Habe ich mir ein bisschen Zeit gelassen. Genau. Und beim zweiten machen wir das genauso. Einfach mal abschneiden auf die Länge, die wir es brauchen. Dann auch nochmal auseinanderziehen. Schälen. Und ebenfalls wieder verzwirbeln. Genau. So. Verzwirbeln. Irgendwie ein komisches Wort. Beim zweiten jetzt auch nochmal. So. Dann habe ich das noch beides auf die gleiche Länge geschnitten. Und dann habe ich die beiden genommen. Oder beziehungsweise ich habe einen Lötkolben hingestellt, der natürlich schon vorgeheizt wurde. Und dann habe ich die verlötet. Oder zumindest als dass das so vorne ein bisschen Lötzinn drauf gemacht. Das habe ich jetzt ein bisschen vorgespult. Das dauert ein bisschen lange. Und da habe ich dann ein bisschen Lötzinn genommen. Und so schaut es dann aus, wenn es fertig ist mit einem. Und genau das gleiche machen wir noch beim zweiten. Weil es soll ja halten. Und nicht nach ein, zwei Tagen wieder auseinanderreißen. Deswegen, ja. Dann habe ich dann die beiden Kabel genommen und habe die miteinander verlötet. Ich habe leider nicht so einen komischen Greifarm, der mir dann die Kabel festhält, damit ich die so verlöten kann. Also habe ich die dann einfach mein Lötgerät hingelegt und dann die zwei Kabel einfach hingehalten, bis das Lötzinn geschmolzen ist und dann abkühlen lassen. Und das hat ziemlich gut gehalten. Also, so schaut es dann aus. Kamera stellt, wenn die scharf stellen. Genau. So, dazu haben wir dann einfach noch ein Isolierband genommen. Ganz normal, kann man in jedem Elektrogeschäft kaufen. Und dann habe ich ein bisschen was abgerissen. Und dann habe ich das drum gemacht. Ganz eng, also fest drüber gezogen. Hat auch ein bisschen länger gedauert, deswegen habe ich das auch gerade ein bisschen verschnellert. Aber es soll ja auch ordentlich sehen. Sehen? Sein. Genau. Da habe ich dann einfach mit einem Isolierband habe ich dann beide rumgemacht, weil es etwas lang war. Aber es hat gereicht. So, da seht ihr jetzt auch gleich, wie das ausschaut. Ja, genau. Also schaut ziemlich gut aus. So sollte es dann auch ausschauen. So, dann habe ich meinen PC genommen und habe hinten den Deckel weggemacht und habe mal geschaut, wie es anschließen soll. Da habe ich das alles auch angeschlossen und dann habe ich mit dem PC angemacht und es sah dann so aus. Ziemlich hell. Und warmes Licht. Ich habe es davor leider nicht getestet, was für ein Licht das ist. Also es war dann warm. Naja. Und so sah es dann aus, wenn es fertig ist. Schaut doch nicht ganz so gut aus, wie ich das mir vorgestellt habe. Ich habe gedacht, dass es kaltes Licht ist. Und leider ist es auch viel zu heiß geworden, das Licht. Also ich könnte das nicht die ganze Zeit laufen lassen. Weil ansonsten würde da irgendwas durchbrennen. Und ja. Man müsste davor irgendeinen Widerstand oder sowas schalten, damit die nicht ganz so viel Strom bekommen und ja, nicht so schnell heiß werden oder überhaupt nicht heiß werden, besser gesagt. Ja, das war's auch schon. Ich hoffe, euch hat's gefallen
Und ich hoffe, ihr gebt mir einen Daumen nach oben oder abonniert mich. Falls es euch nicht gefallen hat, gebt mir einen Daumen zu, Daumen zu, Daumen runter und schreibt dann unten noch hin, was euch nicht gefallen hat. Vielen Dank.